Servus, grüß euch. Natürlich bin ich wieder frei und bin gestern nicht ins Gefängnis gekommen. Aber wir machen jetzt jede Woche eine Special-Episode. Ich hoffe, die hat euch gestern gefallen, damit die ganze Tour ein bisschen abwechslungsreich wird und ihr euch immer freut. Jede Woche einmal, aber natürlich wissen wir nicht, an welchem Tag wir das machen. Heute ging es los in der Früh in Augsburg. Wir waren in einem Fairtrade-Café, haben dort wunderprächtig gefrühstückt. Dann gibt es immer der Lech. Und auch dem Lechkanal entlang haben wir unser Windrad angeschaut, wo uns der Wachmann einiges gesagt hat, der wirklich die Windenergie verteidigt. Denn wir schaffen die Energiewende nur, wenn wir wirklich einen Mix aus Sonnenenergie, Windenergie, natürlich viel Wasserkraftenergie haben. Aber wenn wir es auch schaffen, endlich zum Speichern. Und die das Ganze verhindern, sind eigentlich die vier großen Monopolisten, weil die wollen, dass natürlich das Geld nicht in die Bürger fließt, durch dezentrale Energieversorgung in Bürgerhand, sondern nach wie vor bei ihnen bleibt. Dann haben wir Brotzeit gemacht und beim Brotzeitmacher sind wir ganz spontan auf einen Zimmermann gestoßen, den wir besucht haben, also gerade das Kirchendach herricht. Der hat uns was erzählt. Uns interessiert, was sich in der Politik verändern soll. Was sich auf jeden Fall verändern soll? Kinder- und Altersarmut. Mhm. Rente mit 67. Die sollte sich auch ändern. Das heißt, was darfst du fordern? Ah ja, da muss eine Lösung geschaffen werden, dass die Älteren, sage ich jetzt mal, auf dem Bau, dass die irgendwie ja, früher vom Bau könnten oder irgendwo so, aber nicht in die Arbeitslosigkeit oder Hartz IV oder so. Mhm. Weil klar gab es mal einen Politiker, der mal einen Baueimer in der Hand genommen hat und aus Gerüst gelaufen ist. Und das war es aber auch. Aber dass ihr danach unbedingt eine faire Rente kriegt und nicht, dann heißt es, 7 Jahre zwingend Arbeit und jetzt kommen die großen Abzüge. Gell? Ja. Und sonst? Kinderversorgung. Die Kinder. Hm. Die Kinderversorgung und. Hast du selber Kinder? Ja. Insgesamt 6. Wow. Ja, ja. Patchwork-Familie sind wir. Mhm. Aber 6 Kinder, da muss man ganz schön schaffen, dass man die ernähren kann. Gell? Naja, da sind schon 2, das ist ja groß. Okay. Ich bin schon 4-facher Opa. Das ist ja Wahnsinn. Ja du, dann sagen wir dir danke, dass du uns da spontan rauflassen hast. Ja. Dann lassen wir die noch jägeln und ja. Dann schauen wir, dass wir möglichst bald an die Spitze kommen, damit wir für die eine gescheite Rente organisieren ja, können. Ja, ich hoffe, ich hoffe. Also, danke dir. Servus, ja, mach's servus, gut. Gell? Ja. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen weiter geradelt nach Dillingen. Haben beim Erdbeerfeld vorbeigeschaut und in Dillingen bei der Lehrerfortbildungsgeschichte. Aber das seht ihr wie immer in Sebastians Camp. Drum, viel Spaß, hört euch, servus.